Hallo Leute, hier ist Pummelow. Es ist wieder Pokémon Let's Go Pikachu-Zeit. In der letzten Folge haben wir uns unseren 7. Orden geholt. Nein, hast du nicht. Und jetzt schwimmen wir nach Alabastia zurück. Sammeln vorher noch den Pokéball hier ein. Und kämpfen gegen ein paar Trainer. Hier ist da bestimmt irgendwo ein verschicktes Item. Oder auch nicht. Kann ich auch gegen den kämpfen, ohne dass ich da aufs Land gehen muss? Alles gut. So, ich muss einmal kurz das Fenster zumachen. Mal gucken, ob mein Kabel hier reicht. Ja. Hat gereicht. So, hier ist ja was anderes, weil wir eh den Pokéball einsammeln wollen.
Oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht auf Land gehen. So, gegen den haben wir gekämpft. Taktische Ausrichtung bei Vasa. Mal auf sein Pokémon gucken. Pikachu ist sehr glücklich.
Ja, im Marschall, da können wir ja mal wieder Schwebelsturz einsetzen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ein Rosana, da nehmen wir wieder Akani. Ja, naja, zum Glück leider Rosana eh an Verbrennung. Können wir in der Zeit unser Akani heilen. Ich wusste es. Vom Schlaf zur Paralyse, es war so klar. Also nochmal ein Hyperheiler, weil es so schön war. Nein, nicht Supertrank. Ich wollte gerade sagen, wehe jetzt nochmal paralysiert, dann raste ich aus. Uff, ein Gang Kangama. Nehmen wir mal Arktos. Toll. Jetzt ist Arktos verwirrt. Aber zum Glück kann es angreifen. Mal gucken, ob wir nochmal so ein Glück haben. Ja, haben wir.
Oh, der hat da bestimmt nur Carpados. In dem Fall können wir auch mal zu Billycard kämpfen lassen. Das kriegst du Billycard nämlich auch hin. Vorletzte Carpador. So, den Carpador-Typen haben wir auch geschafft und er schwimmt auch noch ein Carpador rum. Oder sagen wir eher, es platscht übers Wasser. Nee, ich wollte erst gegen den hier noch kämpfen.
So, hier haben wir ein kleines Fleckchen grün. Mal gucken, was da so für Pokémon auftauchen. Dufloor haben wir schon. Noch ein Dufloor. Sogar männliches und ein weibliches sieht man an den Blüten oben. Nee, ich glaube, hier gibt es nichts Interessantes. So, da sind wir auch schon wieder in Alabastia. Kommen wir doch mal beim Professor vorbei, wenn wir schon mal da sind. Vorher wieder Pummeluff aus dem Ball holen. Die Gegend zu erkunden, Pikachu, das ist das Pokémon-Labor. Hier waren wir schon mal. So, sagen wir mal unserer Mutter hallo. Sehr schön, können wir unser Pokémon heilen. Gucken wir mal unser Zimmer an. Süß, es singt. Auf die Karte zeigt gerade keine Reaktion. Ich dachte, es würde nochmal aufs Zimmer regieren. Ach, jetzt hat es eine Reaktion. Oh, es hat ein Geschenk für uns. Dankeschön. Ja, dafür streichen wir dich mal eine Runde. Okay, dann gehen wir erstmal wieder aus dem Zimmer. Gucken wir im Haus unseres Rivalen vorbei. Oh ja, gehen wir mal der Reihe nach durch. Okay, gut, Arctos ist ja noch nicht so lange bei uns. So, und dann noch zum Schluss Lapras. Okay. Aber hier gab es gar keine Treppe nach oben. Okay, es gibt, man kann nur diesen einen Raum hier.
Na gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach Veltania City. Wann sind wir da? Fragen wir doch mal den alten Mann da drüben. Ja, dann halt Professor Eich. Na toll, ich komme gerade von da. Hauptsache, da nimmt Pokémon selber diesen Satz aufs Korn. Von wegen, wie hieß nochmal mein Enkel? Ah, cool, damit können wir die Mega-Entwicklung auslösen von manchen Pokémon. Ja, und über das eigentliche Thema haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? Hm, wo läuft denn Pikachu hin? Na gut, dann laufen wir jetzt nochmal nach Veltania City, weil es so schön war. Oh, eins zu früh abgebogen. So, das war's für dieses Video. Im nächsten Video werden wir uns dann diese Arena hier vornehmen und unseren letzten Orden holen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mein Mann und ich, wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.